Meine Lieben, herzlich willkommen zu den ganz besonderen Adjektiven, die sogenannten Zahladjektive. Und das sind Adjektive, die eine ganze Reihe von Besonderheiten aufweisen. Und deswegen mache ich dazu eine eigene Rubrik. Zahladjektive sind also Wörter, die von der Grammatik aus gesehen wie Adjektive funktionieren. Und das sieht man, dass die zwischen dem Artikel, also der, die, das plus das Nomen stehen kann. Also was dazwischen stehen kann, ist immer ein Adjektiv. Und das hat man ja bei Zahlen. Also man kann sagen, die fünfte Folge, das zweite Essen, die 10 Leute. Also man kann Zahladjektive auf jeden Fall dazwischen packen und das charakterisiert sie dann als Adjektiv. Es gibt jetzt aber auch Zahlwörter, die einem Zahlnomen angehören. Das sind dann so Sachen wie Million, also die Million oder die Milliarde. Also alles das, was über 999.999 liegt. Ich muss das mal kurz zu Ende schreiben. Die Milliarde, na, das schreibe ich nochmal neu. So, die, also alles das, was größer ist als diese Zahl, also alles, was über einer Million liegt. Mathe ist nicht so meine Stärke. Es gibt dann aber auch Wörter, die Partikel, also wie gesagt, das hier sind Zahlen, die wie Adjektive funktionieren. Zahlen, die es dann gibt, die wie Nomen funktionieren. Und dann gibt es aber noch Sachen oder Zahlen, die wie Partikel, also wie Adverbien, und zwar das sind dann so Sachen wie einmal, dreimal oder auch, wenn man was aufzählt, erstens, zweitens und drittens. Das sind also dann so die Sachen, wie Zahlen fungieren können in der deutschen Sprache. Und ich fange jetzt erstmal an und stelle euch die unbestimmten Zahladjektive vor. Und das sind dann so Wörter wie andere oder viel, ne? Vielleicht wieder zu schnell, viel, wenig, einzig oder verschieden. Das sind also alles, also es geht noch weiter, ne, die Liste, unbestimmte Zahladjektive. Und die sind nicht ganz genau, wie der Name schon sagt, unbestimmt. Und die sind also so ein bisschen geschätzt, wenn man die benutzt. Das macht sie unbestimmt. Also jetzt viele Leute, wenig zu essen, verschiedene Aufgaben. Das ist geschätzt. Ich kann nicht genau sagen, ob es 3 oder 10 sind. Deswegen benutze ich eins von den unbestimmten Zahladjektiven. Manche davon, von diesen unbestimmten Zahladjektiven, können aber auch Indefinitpronomen sein. Das geht auch. Und deswegen kann man diese Indefinitpronomen dann als unbestimmte Zahlpronomen bezeichnen. Wie finde ich das denn jetzt raus, ob es sich bei meiner Zahl oder bei diesem Adjektiv, was ich habe, ob das ein unbestimmtes Zahladjektiv ist oder ein unbestimmtes Zahlpronomen? Das ist ganz einfach. Wir gehen wieder zurück zu unserem super Trick. Und zwar wissen wir ja, dass Adjektive zwischen Artikel und Nomen stehen können. Hier steht dann quasi das Adjektiv. Wenn ich jetzt ein unbestimmtes Zahlpronomen, ein Indefinitpronomen mit dabei habe, kann das nicht dazwischen stehen. Wenn ich jetzt also das Beispiel habe, mancher lustige Film. Wenn ich da jetzt versuche, der
manche lustige Filme rauszumachen, merke ich, geht nicht. Deswegen habe ich hier ein Indefinitpronomen vorliegen. Wenn ich aber mache einige lustige Filme und daraus dann machen, na, ich nehme mir mal viele, nicht einige, dann wird es deutlicher. Viele lustige Filme, daraus kann ich dann machen, die vielen. So, die vielen lustigen, dann wird das natürlich verändert, ne? Filme, weil ein anderer Kasus vorliegt. Und da sehe ich dann schon, hier geht's. Das heißt, also steht zwischen dem bestimmten Artikel und dem Nomen. Und dann habe ich hier, viel ist dann ein Zahladjektiv. Das ist also die Probe, die ich machen kann, um ein Zahladjektiv von einem Indefinitpronomen zu unterscheiden. In dem nächsten Video, was jetzt gleich kommt, zeige ich euch dann die unbestimmten Zahladjektive und wie ihr die ganz einfach... Nee, unbestimmt haben wir gerade gemacht, die bestimmten kommen jetzt, sorry. Die ich euch dann vorstellen möchte. Noch eins zu den Zahladjektiven zum Schluss. Die werden, wenn ich denn Zahladjektive vorliegen habe, werden die wie normale Adjektive flektiert. Ne? Also auch, die werden also wie normale Adjektive, ob jetzt in der starken oder in der schwachen Flexionsform, das betrifft die Zahladjektive unbestimmt genauso wie ganz normale Adjektive. Und im nächsten Video geht es jetzt weiter mit den bestimmten Zahladjektiven.